Dann wollen wir mal zur Auslosung schreiten. Es gab eine Vorrunde und jetzt am Wochenende dann die Finals dazu. Wir haben insgesamt, ja, 24. Richtig. Ja, fünf Mannschaften in zwei Gruppen jeweils. So wollen wir jetzt hier auslosen. Ihr sagt uns dann, wer es alles ist. Und da freuen wir uns besonders. Ganz, ganz große Sportler hier an unserer Seite. Ne? Waldemar Czerwinski. Auch Fußball hat was mit Ausdauer und vor allem viel Ausdauer machen schon zu tun. Ich ziehe heute nicht. Das machst du lieber, Waldemar. Ich noch Fußball spielen. Ah, ja, ist ja, ist ja begnadeter, ne? So ein bisschen Hobbyfußballer, liegt dazu. Stimmt, ist stärker, ne? Ja, genau. Okay, komm, jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir an. Ich mache es auf. Und zwar die erste Ansetzung. Die Koran und Kikos. Wir haben ja nur 99. Da käme ich wieder gerne raus, wenn. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich es. So, dann machen wir auch. Dankeschön. Jetzt haben wir hier 1. FC Montenegro. Das sind jetzt die zweiten Ansetzungen. Das ist das Team 1A Tuna. Prima. Und die spielen, ich glaube, SV Blauer Ball Merseburg. Die Größen sind eine Steigerung auf dem. Wir haben uns weiter auf der nächsten Runde. So, okay. Dankeschön. Jetzt sind wir hier. Zweite Ansetzung. Kein Altkicker. Moment, schau. Das kann ja ein Kicker mal schauen. Da steht es noch gleich. So, und dann gehen wir weiter. Da braucht man jetzt nicht. Ja, es auf Riesenfrankleben. Ups. Ich glaube, Löschen wird noch nicht. Ja, Team Borussia. Vielen Dank an die Arno Presser. Tschüss. Vielen Dank für die Auslosung, dass wir wieder bei Ihnen sein durften nach Uerdingen und vielen Dank, Herr Czerwinski, dass Sie hier dabei gewesen sind und uns unterstützt haben, als Glücksfeld in Folge tätig waren. Mein Name ist René Kreuter, ich bin Mitorganisator der 8. Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball in Merseburg und wir begrüßen im Prinzip noch mal jetzt ganz offiziell von meiner Seite her die Oberbürgermeisterstadt Merseburg an den Uerdingen. Dankeschön, Herr Marschner, und den zweifachen Olympiasieger, Herr Marc Czerwinski. Ich freue mich davon, dass ich heute die Auslosung zur 8. Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball gemeinsam mit den zweifachen Olympiasieger vornehmen wollte. Ja, du, da kommt hier erstmal richtige Dominanz rein, in diese Merseburger Stadtmeisterschaft für Fußball. Und wenn du dann noch so einen sportlichen Partner hier bei der Auslosung mit dabei hast, dann also kannst du auch noch besser werden. Das wertet dieses Turnier unglaublich auf. Ich freue mich, dass er bei uns hier ist und die richtigen Lose gezogen hat. Und wer der Beste wird, das werden wir dann sehen. Sind Sie als Schwimmer stolz, dass die Organisatoren der 8. Stadtmeisterschaft oder allgemein der Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball den Waldemar Czerwinski als Glücksfeld dazu gewinnen konnten? Ich dachte, mich nicht überrascht,
Das wusste ich jetzt gar nicht. Respekt, ich hätte es vielleicht gar nicht so gut geschafft, aber ihr kriegt das hin. Ja, danke schön. War überhaupt schon jemals ein Olympiasieger bei Ihnen in dem Amtsfreund hier in Merseburg? Oder ist es eigentlich der erste Besuch eines Olympiasiegers hier in Merseburg an Ihrer, ja, in Ihrer Arbeitsstelle, sage ich mal so? Ja, ich will es mal so sagen. Wir haben immer schon guten Kontakt zum Sport. Nicht? Wir unterstützen den Sport als Merseburger. Wir haben einige Olympiateilnehmer direkt aus Merseburg jetzt hier. Wenn wir da überlegen an die Kanuten nicht und vielleicht auch den einen oder anderen Ringer, der hier aus der Ecke kam, aber mit dem Waldemar haben wir jemanden, der uns immer gut besucht. Ich meine, Halle ist ja noch nicht so weit weg von Merseburg, so ist unser Vorort. Also da ist die Beziehung doch recht nah. Außerdem läuft auch ab und zu mal durch unsere Stadt durch, nicht, wenn wir hier den Mitteldeutschen Marathon haben. Und deswegen also ganz, ganz enge Kontakte und wir stimmen uns immer gut ab. Und wenn ich ihn unterstützen kann oder ja, zum Marathon, dann machen wir das auch. Nicht? Also wir haben ein gutes Verhältnis. Herr Schubinski, Sie sind zweifacher Olympiasieger, 1976 in Montreal, 1980 in Moskau. Gibt es eigentlich als Sportler irgendwas als an größeren Erfolg als ein Olympiasieg? Ich denke nicht, die Olympischen Spiele sind ja nur alle 4 Jahre, deshalb besondere Herausforderungen für jeden Sportler. Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind öfter in der Folge und deshalb ist das schon das Schönste, was ein Sportler erleben kann. Weil es dann letztlich eine Veranstaltung ist, wo man länger Zeit ist, wo man eine große Familie erlebt und alle eigentlich immer mit dem gleichen Sinn, dass sie sich freuen, ganz einfach richtig beieinander zu sein und dann umso mehr natürlich in den Wettkämpfen gegeneinander dann zu kämpfen. Ich denke, ich habe schon viele Wettkämpfe erlebt, ich war schon über 35 Ländern zu Wettkämpfen, aber das Lehrer bei den Spielen ist, das ist immer was Besonderes gewesen. Herr Schubinski, haben Sie die Glückszahl? Ist vielleicht 51 Ihre Glückszahl? Also wie ich recherchiert habe, war das die Nummer, die Sie bei Ihrem ersten Olympiasieg als Startnummer trugen in Montreal. Man braucht für alle Dinge nehmen oft manchmal ein bisschen ein Quäntchen Glück, aber großes Glück, die Olympiasieg zu erreichen, dazu braucht man hauptsächlich viel Arbeit. Richtig, und viel Tränen. 1980, Moskau. Die regelmäßig bekannteste Sportmoderator der DDR-Fernsehsender, Heinz-Rudolf Model, ist das sicherlich allen ein Begriffener. Ich zitiere mal im Original: Liebe junge Väter und Angehende, haben Sie Mut, nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da. Auch wenn ich so Vornamen nicht ganz schaffte, in der Namensbestliste, damals bei den Neugeborenen 1980, denke ich mal, kann man schon sehr stolz sein, wenn dann auch in der Presse oder im DDR-Fernsehen dann quasi solche Sprüche von legendären Moderatoren getätigt werden. Ach, ja, ich fand, das war ja ein blöder Spruch, den er damals rauszuhauen. Ich fand ihn klasse, weil die ganze Zeit auch, ja, ich fand cool, dass nicht so viele es gemerkt haben, das ist wirklich ein Phänomen und das macht mir ein bisschen, ja, stolz, dass sich so viele an dieses Ereignis noch erinnern. Und das tollste Erlebnis, was ich hatte, ist, wenn man sich überlegt, wenn man schon 15 Jahre eigentlich aufgehört hat, den Leistungssport schon abtrainiert hat und dann sagen Marathon nach Japan fährt und dann wird sich der Kaiser einen an der Seite ruft und seine Frau erklärt, das ist der Mann, das ist ein berühmter Marathonläufer, der hätte das mal Olympiasieger werden können. Schon das ist ja wunderbar gewesen, dass er wusste. Und dann sagt er, das sind die Söhne, nach denen Deutschland ihre Kinder die Kinder, nach denen sie über. Ja, das ist schon, Wahnsinn gewesen. Dieser Ausstoß übrigens auch vor vielen Jahren im ZDF-Fernsehen auf Platz 2 landet hinter diesem großen Ausruf damals der Weltmeisterschaften. Tor! Und so gesehen hat Heinz Florian alles richtig gemacht. Deswegen habe ich den auch nochmal rausgeholt. Ich habe gehört, Herr Schubinski, dass Sie auch extra mit dem Marathon verbunden sind, weil Sie früher 40 Kilometer zu Ihrer Freundin, jetzigen oder damaligen Frau, laufen mussten an der Saale entlang. Ist das korrekt so oder wurde das erfunden? Doch, das ist so. Ja, vorhin nach dem Kaffee trinken, immer so einen Kaffee trinken in die Hand, 2 Stunden Kaffee trinken und dann doch nach Hause ran. Das sind dann schon 40 Kilometer, eine ganze Menge. Können Sie so circa einschätzen, bevor man Olympiasieger wird oder in Ihrem Fall, wie das war, wie viele Laufkilometer man dann so intensiv trainieren muss oder die man so absolviert, hat man da so circa eine Zahl, keine Ahnung, 100, 200, 1000, 10.000 oder wie auch immer? Also für den ersten Olympiasieg in Montreal habe ich damals 75.000 Kilometer im Vorfeld im Bein gehabt, in Moskau waren es dann 100.000
war mittlerweile schon 250.000, aber Gott sei Dank brauche ich jetzt nicht mehr an den Rat und Start zu gehen. Herr Bühling, Sie treiben auch selber sehr viel Sport, Fahrrad. Sie nehmen auch am Marathonläufen oder am Läufen teil. Sind Sie schon mal richtigen Marathon gelaufen? Und wenn ja, darf man fragen, in welcher Zeit? Bin ich noch nicht, habe ich noch nicht geschafft. Würde ich gerne mal mir vornehmen, aber mir fehlt einfach die Vorbereitungszeit. Denn das wird der Walter mal bestätigen können, selbst wenn man schon immer mal ein bisschen läuft, vielleicht 5 Kilometer, 10 Kilometer, dann ist eine 42er Distanz schon nochmal erheblich. Du musst mindestens, ich denke mal für einen Anfänger, 4-5 Stunden so ein bisschen ins Auge fassen und alleine diese Zeit zu laufen, jetzt mal unabhängig davon, über welche Distanz, nicht? Jetzt sind es ja 42, aber das musst du ja erstmal, das muss der Körper erstmal schaffen. Und da brauchst du Training dazu, da musst du dich gut und gerne ein Jahr vorbereiten, da gibt es auch so Programme und die Zeit musst du nehmen und die Zeit musst du finden. Und das schaffe ich momentan hier mit meinen Aufgaben nicht, denn da musst du auch ein bisschen den Kopf ein bisschen auch mitnehmen beim Laufen, nicht? Da musst du auch dich, sicherlich kannst du dich ein bisschen fallen lassen, aber du musst auch ein bisschen motiviert sein. Und da komme ich vielleicht nochmal hin, nicht? Also danach ist auch möglich, ich weiß auch, dass Marathonläufer jetzt nicht unbedingt in den jungen Jahren starten müssen, sondern ich könnte das dann auch noch später. Und vielleicht schaffe ich das nochmal, wenn ich jetzt hier das Amt nicht mehr ausübe, aber davon ist in den nächsten Jahren erstmal noch nicht, zumindest von mir noch nicht so abzusehen. Und da ist mir auch so dafür Zeit in Anspruch, hier als Startmeister erst noch ein bisschen was haben. Ja, nein, das ist doch richtig. Dankeschön, genau so ist es. Also in der neuesten Zeit schreiben sich Leute ein, die über 90 Jahre alt sind. Also unser Umwelt hat noch eine Zeit. Danke. Nach der politischen Wende, Herr Czepinski, gab es natürlich viele Angebote auch aus den eigenen Bundesländern. Warum sind Sie in Halle oder in Iran? Ja, ich denke das schon aus dem Grunde, weil ich habe eine große Familie, ich hatte noch 6 Geschwister. Und ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Das war, denke ich, eine Zeit, wo ein sehr schöner Zusammenhalt in der Familie war. So, und ich habe meine ganze Familie noch in der Region gehabt. Und aus dem Grunde war das für mich eigentlich das Nächste, ja, bei der Familie, bei Freunden zu bleiben. Sonst hätte ich ja auch schon als Athlet mal irgendwo bleiben brauchen. Aber wenn man so ich sage jetzt mal, vor über 20 oder 30, 40 Jahren in der Welt draußen war, dann sollte man heute auch nicht vergessen, dass man dann auch eine ganze Menge Elend gesehen hat in Afrika oder woanderswo. Und das hat mich schon mal ein bisschen abgehalten, dann irgendwie vielleicht in so ein Wagnis zu bewegen. Da war es bei zu Hause dann nie mehr ruhiger und gefälliger. Und aus dem Grunde habe ich das natürlich auch, aus dem Grunde dann in Halle weiter fortgeführt und eine neue Herausforderung gesucht, ein kleines Sportgeschäft, damals mit 50 Quadratmetern. Mittlerweile bin ich bei 1300 Quadratmetern. Also, ich habe auch in der anderen Branche den durchgehalten. Und ja, es gab für mich keinen Grund, woanders hinzugehen, weil die Freunde und die Familie wollten nicht aufgeben. Herr Bühling, sind Sie stolz, dass solche Sportgrößen wie der Waldemar Czepinski in Heimat treu geblieben sind und auch dann Events wie zum Beispiel die Stadtmeisterschaften unterstützen? Ja, schau, Waldemar hat es ja schon gerade erklärt, nicht? Er hat es ja gut auf den Punkt gebracht. Wir alle kennen das, wenn wir Urlaub machen. Oder einfach mal vorhin fahren und freuen uns dann aber wieder, wenn wir zu Hause sind. Genau so ist das auch bei uns hier. Und wir haben ja alle gute Voraussetzungen, auch wenn manche vielleicht meinen, das könnte noch besser sein. Aber da kann ich auch jedem sagen, da soll er mal bitte woanders hinfahren. Da ist es nämlich auch nicht überall gut. Wir haben schon gehört, in Afrika, da ist es sicherlich nur mit uns nicht zu vergleichen. Aber auch selbst andere europäische Länder haben mit Sicherheit nicht so einen Standard, wie wir das hier haben. Da sollte man einfach mal zufrieden sein mit vielen Dingen, auch wenn es manchmal noch nicht ganz so gemacht hat. Also ich glaube, wir haben gute Voraussetzungen hier für den Sport und dass sich solche Fußballturniere von alleine bilden, das zeigt uns, dass wir gute Voraussetzungen haben. Ihr nehmt die an und organisiert das, ist doch toll. Das ist richtig. Sie selber, Herr Czepinski, sind ja Unterstützer und auch Förderer unserer Stadtmeisterschaft hier im Freizeitfußball. Warum oder was gab Ihnen Anlass, uns da auch zu unterstützen und uns zu helfen? Ja, ich habe schon nach der Wende angefangen, Veranstaltungen aufzubauen.
Und ich habe in der ganzen Zeit immer oder lege gerne mal Wert darauf, dass wir in der Region uns dessen auch bewusst sind, dass jede Veranstaltung mit entsprechendem Niveau etwas für die Region ist, wo sich die Leute freuen, wo man einen neuen Anziehungsmagneten und eine neue Generation schafft. Und deshalb müssen wir uns da, müssen wir die Kräfte vereinen. Und Fußball ist etwas, wo jeder eine Meinung mit sagen kann und macht einen Spaß. Und aus dem Grunde freue ich mich, dass wir als Veranstalter dieser Geschichte gutes Niveau aufgebaut habt. Und bei solchen Sachen bin ich mal gerne dabei. Da greife ich quasi schon meiner nächsten Frage vor. Konnten Sie die Entwicklung der Stadtmeisterschaften in den letzten Jahren mitverfolgen oder haben Sie das mitbekommen, wie sich dieses Turnier doch weiterentwickelt hat? Ja, das habe ich schon registriert. War ja bei den anderen Veranstaltungen in Richmond schon. Und mein Hobby ist natürlich auch ein kleines bisschen den noch schwächenden Frauen eine Unterstützung zu geben und mache dann auch in dem Bereich noch als Sporthaus dann so meine Möglichkeiten aus. Also ich denke schon, die Veranstaltung ist bei euch auf einem guten Weg und deshalb bin ich auch gerne dabei. Nochmal ganz kurz eine Frage zur Auslösung. Herr Bühlingen, es wurden ja spannende Gruppen gezogen und Sie verfolgen ja die Stadtmeisterschaften schon seit vielen Jahren, unterstützen uns da auch, sind auch ständig in der Halle dabei. Haben Sie einen Favoriten? Ja, sicher habe ich einen, aber hatte ich doch deswegen nicht. Also, nein, ganz im Ernst, ich habe jetzt wirklich einen. Also ich muss zusehen, dass wir hier ein schönes, ausgewogenes Turnier bekommen und das ist ja der Fall. Nicht? Sie haben das ja beschlossen, ein bisschen eine kleine Einschätzung hier vorgenommen. Ich glaube, der Beste, der wird gewinnen und den werden wir dann auch hier erleben. Und dann ist es wie immer im Sport. Da hängt es auch ein bisschen von der Tagesform ab. Nicht? Und wie ist man dann so ein bisschen unterwegs? Und das macht ja auch den Sport so spannend, nicht? Dass wir heute noch nicht wissen, wer ist es denn überhaupt? Und ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich glaube, bei Ihnen eine kleine Favoritenrolle herausgezogen. Nee, könnte ich jetzt nicht sagen. Wir haben nicht das gestern Abend selber erlebt beim Fußballspiel. Das erste Spiel, wir haben schon auch so ein Turnier gespielt mit vier Mannschaften. Das erste Spiel haben wir vergeigelt, haben wir 2-0 verloren. Die nächsten haben wir dann gewonnen und zum Schluss waren wir Erster. So und so kann das hier jedem passieren. Und wenn man dann noch ein bisschen Pech dabei hat, das geht man bei nicht heilen, dann kann man schon dritter, vierter mal werden. Das ist bei Fußball sehr der Ball des Rundes auch. Und deshalb ist es denen hier verfrüht, den Favoriten hier zu benennen. Ich sage mal, es wird schwer für alle. Das war die beste Antwort von Herrn Geil. Eine letzte Frage habe ich noch. Dürfen wir Sie, Herr Schupinski, und auch Sie, Herr Bühlingen, bei unserer Finalrunde am 24.02. im Schmale in Merzburg ab 10 Uhr, oder gegebenenfalls auch später, wir machen ja noch eine anschließende Aftershow-Party, dürfen wir Sie da als Gäste begrüßen oder als natürlich Unterstützer, Sponsoren oder natürlich auch als derjenige Schirmherr? Ich habe es bei mir eingetragen und wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann bin ich da. Schön. Ich bin da. Da freue ich mich. Und da bedanke ich mich bei Herrn Schupinski, ich bedanke mich bei Vorgängermeister Bühlingen für das Interview, für die Auslosung. Damit schließen wir hier unsere Runde und ich sage Tschüss, wir sehen uns dann am 24. Februar 2013 in Merseburg ab 10 Uhr in der Buschmühle.